Von weiter Deutschland, ja, und Europa. Ja, sei ich derjenige, der im Endeffekt weiter in den letzten 10 Jahren dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Ja, eigentlich immer der Mann im Hintergrund, diesmal mal bei einem Interview mit hier vorne. Ja. Ausnahmsweise, ja, sag ich. Ich würde mal gerne wissen, ja, sag ich, die FIBO ist das erste Mal in Köln jetzt, ja. Ja, sag ich, wir sehen, wir haben riesige Massen hier an Andrang, ja. Ja, sag ich, wie ist es für deine Firma gelaufen oder wie deine persönlichen Eindrücke so, ja? Ja, ja? Wir haben am Freitag und Donnerstag haben wir immer die Gewerbetreibenden. Ja. Und da haben wir dieses Jahr schon mehr Zulauf in Köln, als wir es in Essen vorheriges Jahr hatten. Und das letzte Jahr in Essen war das stärkste FIBO-Jahr, seitdem wir das machen. Seit 15 Jahren. Okay. Also durchaus positiv. Also positiv, ja. Absolut. Ja. Geschäftsentwicklung auf der einen Seite im Endverbraucherbereich hier in der Halle 1. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist, obwohl wir eine größere Halle haben, die ist proppevoll, gefühlt, ohne dass ich bisher die Eintrittszahlen kenne, aber gefühlt ist hier auch mehr los. Ja, definitiv, ja. Sag ich, gibt's gar nicht zu sprechen, ja. Ja, sag ich, und dass es jetzt, sagen wir mal, hier, sag ich, von der Organisation noch kleine Reibereien gibt, ja, ist, glaube ich, bei einer Veranstaltung in dieser Dimension, ja. Ja, sag ich, wenn die das erste Mal stattfindet, ja, sag ich, ganz normal. Ich meine, das kennen wir, ich schätze mal, von Madrid, ja. Sag ich, da war das. Ja. Und die Dimensionen von Madrid, sag ich, übersteigt das hier bei Weipen, ja? Ja, 10-mal. Ja, locker, ja. Sag ich, es ist also ganz klar, sag ich, meiner Meinung nach die größte Fitnessmesse der Welt. Definitiv. Auch größer als die Arnolds, da bin ich auch einmal im Jahr. Definitiv. Und in Columbus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Breitensport für die Familie und hier konzentrieren wir uns hauptsächlich auf unseren Sport. Ja, genau. Ja. Sag ich, ich persönlich finde das gut, ja, sag ich, dass man die Möglichkeit hat, hier alles zu finden. Ja, ja, sag ich, von der Familie, wie du schon sagst, ja, sag ich, den Breitensport, ja, sag ich, die ganzen verschiedenen Facetten, ja, sag ich, da gibt es ja mittlerweile so viele Facetten, ja, sag ich, die ich schon gar nicht mehr überblicken kann. Ja, ja, ja. Aber was ich nur sagen wollte, in den Staaten, die Arnold Classics ist halt mit Fechten und mit allem drum und dran. Also auch jeder Breitensport ist da vertreten und hier geht es halt ums Bodybuilding und ums Fitness. Egal jetzt, ob CrossFit damit reinkommt oder nicht, es geht tatsächlich wirklich um den Hantelsport, in welcher Form man den auch immer betreibt. Ja, sag ich, wir wollten jetzt auch die Arnold Classics nicht abwerten. Die Arnold Classics, ja, sag ich, hat voriges Jahr, ja, sag ich, nur mal als Dimension für die, die sich nicht so auskennen, ja, sag ich, hatte mehr, ja, sag ich, Athleten, also mehr Sportler, ja, sag ich, wie die Winterspiele, ja, sag ich, die Olympischen. Ja, Arnold wird uns das verzeihen, aber dass wir uns hier nicht aufs Fechten konzentrieren, das wird er verstehen. Ja, das denke ich auch, ja. Es wird, glaube ich, genügend angeboten. Ja. Ja, aber insgesamt ist, glaube ich, die Resonanz sehr positiv. Ja, ja, sag ich, absolut. Soweit ich jetzt mitbekommen habe von allen Ausstellern her, ja, sag ich, sind alle sehr zufrieden. Ja. Und das, was du meintest mit kleinen Nicklichkeiten, das muss ich halt noch einlaufen. Es ist das erste Mal in Köln. Ja. Köln ist aber einfach internationaler als Essen. Definitiv. Und ist schon mal, ist eine andere Dimension. Und man merkt es auch. Ich bin gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickeln wird. Es geht einfach in eine Richtung zurzeit. Die Leute wollen Gesundheit. Neben der Muskulatur wollen sie einen stabilen Rücken. Die haben es mittlerweile gemerkt. Stabiler Rücken, den gibt es nicht nur durch zu Hause sitzen, sondern dafür muss ich was tun. Ja. Und ich brauche einen Gegenspieler, ich brauche starke Bauchmuskeln. Und es spielt einfach unserer Branche komplett zu. Das ist definitiv so, ja. Sag ich, das Problem ist, glaube ich, dass man jahrelang immer probiert hat, ja, sag ich, zu sagen, okay, das sind die Bodybuilder, ja. Sag ich, aber Fakt ist halt, ja, sag ich, wie ich immer so schön sage, die Automobilindustrie lernt von der Formel 1, ja. Ja, sag ich, und hier ist es ja wahrscheinlich recht ähnlich, ja. Schöner hätte ich das nicht sagen können. Ja, das ist nicht nur recht ähnlich, das ist das definitiv auf den Punkt gebracht. Ja, sag ich, das ist genau dasselbe, ja, sag ich, man lernt, ja, sag ich, vom Leistungssport, ja, sag ich, und kann im Endeffekt, ja, sag ich, für den Breitensport davon ableiten und lernen. Ich bin sowas von bei dir. Gibt es nicht weiter zu kommentieren. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt eure Linie auch nochmal erweitert. Ja? Ja. Also ich habe nochmal so Supplements mit dazu gemacht. Ja? Selbstverständlich. Ja? Sag ich, was habt ihr denn für die FIBO jetzt an neuen Supplementen rausgebracht? Also grundsätzlich bringen wir ja immer die guten Produkte bei uns, die vernünftig laufen. Die werden nochmal praktisch, ja, sag ich, verbessert. Ja, ja, selbstverständlich, die werden überarbeitet. Wir bringen dann zusätzliche Größen. Mhm. Wir bringen im Eiweißbereich oder im Gainerbereich zusätzliche Geschmäcker. Ja. Wir arbeiten an den Designs, an den Verpackungsgrößen. Wir machen grundsätzlich das, was der Verbraucher von uns erwartet. Genau. Ja. Mhm. Darüber hinaus das haben wir das halt Merchandising, was eine große Firma auch braucht.
Ja, wir richten uns nach dem Verbraucher, ja, definitiv, nach dem Sportler. Und darüber hinaus haben wir auch eine neue Fight-Linie, die heißt Just Fight. Mhm. Und auch hier arbeiten wir mit Kampfsportlern zusammen, die das mit uns zusammen in Hamburg in unserem Labor entwickelt haben. Mhm. Und unter anderem haben wir da auch den ersten UFC-Kämpfer aus Deutschland stammt. Okay, cool. Ja. Und den haben wir nicht eingekauft, sondern der war schon bei uns und wurde dann zum UFC-Kämpfer. Okay. Also auch den haben wir zusammen mit entwickelt. Cool. Ja, wir freuen uns da auch sehr drüber. Ja, coole Sache, ja. Weil letztendlich haben wir wahnsinnigen Zuspruch gehabt von unheimlich vielen Kampfsportlern, die die klassischen Weiderprodukte sowieso schon benutzt hatten. Mhm. Und dann war es naheliegend, dass wir für die auch nochmal speziell zugeschnittene Produkte erarbeiten. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, Weider ist natürlich die Firma, ja, sag ich, die den Supplement-Sektor geprägt hat. Ja, ja, sag ich, der liebe Joe hat im Endeffekt dieses ganze Ding ins Rollen gebracht. Absolut, ja. Ja, sag ich, und hat im Endeffekt, ja, sag ich, den Supplement-Sektor nicht nur revolutioniert, ja, sag ich, sondern ich glaube, im Endeffekt erfunden. Ja. Hat er, tatsächlich. Ja. Wenn Joe Weider Arnold Schwarzenegger nicht in die Staaten geholt hätte, mit der nicht schon mit 16 Jahren 1936 die erste Zeitschrift für Physik auf den Markt gebracht hätte. Es wird McFit nicht geben, es würde Live Fitness nicht geben, auch Gym 18, es würde niemanden geben, es würde uns nicht geben, es wird keinen anderen Nutrition-Hersteller geben. Joe hat es wirklich erfunden. Ja. Ja. Großen Respekt. Ja, sag ich, was ganz wichtig war, ja, sag ich, und was mir nochmal wichtig ist zu wiederholen, ja, auch McFit und diese ganzen Ketten gäbe es nicht, ja. Ja, ja, sag ich, weil die definitiv Trittbrettfahrer sind, ja, sag ich, die da drauf, ja, sag ich, überhaupt erst möglich waren. Ja, ich würde es weniger Trittbrettfahren nennen, ich würde sagen, es ist einfach eine Riesensynergie, die entstanden ist. Natürlich, und das hat der Joe, ob er es mit Absicht getan hat, wissen wir nicht, aber das hat er initiiert. Ich würde mal sagen, ja, sag ich, so eine große Sache entwickelt irgendwann mal eine Eigendynamik. Ja, ja. Ja, ja, sag ich, aber Fakt ist, dass er das Ganze ins Rollen gebracht hat. Definitiv, ja, wirklich. Deep Respect, Joe. Ja, sag ich, okay, ich bedanke mich. Ja. Lieben gern, ja. Danke auch. Ja. Pete. Ja.